Moin Moin Freunde der Sonne, ich präsentiere eine neue Demo, sie heißt Ox Must Die. Demnach präsentiert Bloody Phil Ox Must Die, Robot Entertainment, Trademark. Da-da-da-da! Ja, wie man sieht, war ich hier schon so ein bisschen zugange. Hab Profil erstellt, bla bla bla, etc. Moment, da will ich gar nicht hin. Ich wollte aufs Spiel. So, und was ist in diesem, naja, ich denke mal, der Titel erklärt alles, was uns in diesem Spiel jetzt erwartet. Da schauen wir doch direkt mal nach. Und los. Ich habe das hier schon einmal aufgenommen und leider ist mir Outer City wieder abgekackt. Von daher mache ich das jetzt zum zweiten Mal, aber das macht ja nichts. Denn das ist jetzt ungefähr 10 Minuten her. Also, blub. Sei es drum. Und ich drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Oh ja. Oh, stimmt, man konnte ja auch sprinten. 300 Jahre lang kämpfte ich für den Orden. Ich habe tausende Orks getötet und Dutzende Spalte verteidigt. Und so endet es nun. Ich rutsche auf Koboldblut aus und schlage mir den Schädel an einer Stufe ein. Und die Aufgabe, diese Festung zu verteidigen, fällt an meinen... Lehrling. Dann war's das also. Die Welt wird untergehen. Na, da hat aber jemand Vertrauen in seinen eigenen Lehrling. Das hängt alles von mir ab. Ruhe in Frieden, alter Mann. Yo, da sind wir. Das Wichtigste zuerst. Mal sehen, was ein Zauberbuch zu bieten hat. Wow, das Sprint ist aber echt krass. Das hatte ich nämlich noch gar nicht entdeckt. Hey, wer seid ihr denn? Ach, ihr seid die Typen, die... Ah. Ich wusste doch, ihr kommt mir bekannt vor. Ja, hier sind wir also. Wir können springen. Wow, wir können sprinten. Relativ schnell sogar. Wir können mit der Armbrust ballern. Einen Stun-Schuss abgeben. Und wir können erstmal das Zauberbuch öffnen. Und wie man sieht... Oh, ich habe den Kram schon freigeschaltet. Dann, ah, okay. Was ist das denn? Windgürtel. Genau, Objekte wegschubsen und aufheben. Okay. Ja, wir haben hier noch eine Nahkampfwaffe, die ich persönlich allerdings nicht so dolle finde jetzt. Kann sie ja trotzdem mal zeigen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh, ich finde sie, wie gesagt, nicht so gut. Aber die Stachelfalle nehmen wir mit. Die Teerfalle nehmen wir mit. Die Fallwand nehmen wir mit. Gut, das... Ich habe noch zwei Slots frei. Na gut, dann nehme ich das Fass noch mit und mal den Windgürtel. Was ein Geier macht denn bitte der Windgürtel? Der ist da. Okay. Auch nicht schlecht. Ja! Im Grunde ist das hier ein Tower-Defense-Spiel. Das heißt, da kommen gleich Orks durch. Und... Ich setze hier Fallen hin. Damit die verdammten Säcke hier nicht durchkommen. Es wird niemand verletzt. Ach nein, tue ich nichts. Und die Sprüche sind auch gar nicht so schlecht. So. Und hätten wir das und dann lassen wir mal die Horde frei. Ja, ich probiere jetzt den Windgürtel aus. Der klingt witzig. Und die Musik ist auch gar nicht da so übel. Sie! Hui, auch nicht schlecht. Und dann ballern sie, wenn wir sie mal zu Tode. Hey, der Windgürtel ist aber nützlich. Wenn man schnell umschaltet und die mal zurückkickt. Schieben wir nochmal einen Stun-Schuss da rein. Bleiben sie da, wo sie sind. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, dann wählen wir mal Nummer 4, Nummer 5 aus, meine ich. Zack. Machen das nochmal. Zack. Da vorne ist übrigens ein Heiltrank, aber den brauche ich im Moment nicht. Die Dinger, die spawnen, soweit ich weiß auch nicht. Deshalb ist das eigentlich relativ witzig. Na los, Jungs, kommt her!
Garstige Ochse! Ich werde euch vernichten. Noch mal, Alter. Alter, jetzt, was ist hier los? Nicht, dass mein großes Weiß wieder durchkommen würde, aber. Ach, schade, man kann beim Sprint nicht schießen. Na gut. Wäre ja auch zu witzig gewesen. Wow. Na, 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 Jungs, nicht so voreilig. Ey, du kommst hier nicht rein. So. Was machen wir nu? Machen wir nochmal so ein Sicherheitsding hier. Zack. Ja gut, so geht's auch, wa? Das Ballern mit der Armbrust ist zwar zieltechnisch relativ ungenau, aber das macht eigentlich nichts. Oder ist damit zu tun, wie lange ich hintereinander baller? Ah, okay, das hat damit zu tun. Ah, verstehe. Je länger man schießt, desto ungenauer wird man damit. Zack, zack, zack. Das Füßeturnier, ja, woran kann das denn jetzt so liegen? Wo man eigentlich auch durchballern kann. Insgesamt ist es auch relativ effektiv, aber naja gut. Das muss man halt näher ran. Ich finde es immer noch besser als Nahkampf, da haut die halt nämlich zu Klump. Wie ich finde. Und der Sieg ist Tanz auf den tödlichen Stacheln. Wow! Yeah! Sieg! 5 Schädel. Wow! Tja, da ist wohl kein einziger durchgekommen. Kann ich Verbesserung kaufen? Ja, kann ich sogar. Ich schaffe seinen langen Gegner von der Weile fest. Ja, war langsam Gegner nur noch stärker. Von einer großen Entfernung ausgelöst. Was soll eigentlich mehr Schaden an? Tja, wie viel steht habe ich denn? 13, okay. Nehmen wir doch mal. Ich glaube, ich nehme mal noch die größere Verlangsamung. Ja. Alle sind endgültig, bla 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 bla. Dann fahren wir fort. Mit dem nächsten Level. Und hier hätten wir normalerweise den Pfeilhagel, Pfeilwand erhalten, nicht den Pfeilhagel. Aber eine sehr schöne Erklärung. Bildtechnisch und ja, wunderbar, wunderschön. Und ich drücke die Beliebig-Taste. Aha. Jetzt, da der alte Mann tot und meine Lehrzeit endlich vorüber ist, kann ich endlich die volle Macht der Spalte nutzen. Ja. Für jeden verteidigten Spalt erhalte ich ein neues Spielzeug. Ich finde diese Astralarmbrust aber irgendwie saugeil. Sehne und so, hat echt was. Ja, wir haben Shoshi hier. Da hinten, meine Güte. Paladin-Wächter, ah, okay. Ja, ist ja gut. Und diesmal haben wir 2 Türen, von denen die Orks kommen. Ist das nicht wunderschön? Hä? Ich bescheuert? Ich hab die Armut, ich hab das. Wieso hab ich noch einen Slot frei? Na gut, nehme ich das mal mit, wa? So, die Horde wird noch nicht entfesselt. Da ich, was das angeht, noch einige Einwände habe. Ich mag das hier! So. So. Wie viel habe ich denn noch? 1000. Das wird nicht unbedingt angenehm. So. Machen wir hier vorne noch ein Teer hin. Und dann geht's los. Zack. Also man kann richtig durchballern, wenn man nah genug rangeht. Finde ich eigentlich ganz witzig. Und ja, wenn man genug Abstand hält, kriegt man auch keinen Schaden. Also eigentlich geht das ganz vernünftig.
weil ich sicher nicht unbedingt schnell bin. Aber es soll relativ viele Gegnerarten auch geben, so wie Fallen auch. Da sollen noch irgendwie Ogre und Höllenfledermäuse kommen und all so ein Scheiß, also auch viele Gegner. Ich finde die Armbrustschützen der Oxy-Spieler noch kommt sowieso schon nervig genug, aber soll ja auch witzig sein. Ich komme ja nicht mal in die ersten Fallen hier rein bei mir. Voll in die Fresse. Genau, voll in die Fresse. Achso, hier kommen wir jetzt von da, ne? So, dahin. Kommt ihr da? Nur herein! Na los, kommt her! Kommt da, kommt da! Man kann übrigens auch die Fallen, den ganzen Scheiß, kann man auch während des Kämpfens hier einsetzen, aber ich glaube, ich bisher noch nicht die Ruhe zu gehabt irgendwie. Ich baller die dann lieber ab. Ne, Moment. Okay, was ich jetzt vorhatte, sollte eigentlich anders ablaufen, aber egal. Und ich werde einen unheimlichen Mausverschleiß haben durch dieses Spiel, da man hier echt die Feuertaste die ganze Zeit triggern muss. Dass ich nicht gedrückt halten kann. So. Wo habe ich das Ding? Auf der Linie? Das heißt da. So. Und ja, ich versuche das ungefähr so zu halten. So. Warnung. Kann tödlich sein. Na komm! Ja, ist scheiße, wa? Auch die ganzen Fallen eigentlich gar nicht bisher, das ist unglaublich. Mir gar nichts entgegenzusetzen, ihr Schweine. Na kommt her! Holt euch eine neue Portion! Soll ich welche durchgekommen? Nee. Ich hab mal die Ruhe weg von daher. Ja! Na kommt her! Shorji da hinten hält euch schon auf, wenn ihr durchkommt. Wow! Der war doch ganz schön viele. Kann ich nicht hier irgendwo. Das wird wehtun. Bam! So, jetzt haben wir.